Moin, grüß Gott aus der Villa Principe Leopoldo in Lugano, hier im Zimmer Nummer W. Diese Zimmer hier haben Buchstaben und keine Zahlen. Wir machen mal den kleinen Rundgang und wenden uns dabei gleich nach links in die Garderobe, die hier gleich ja für Mäntel, Bademantel, Sandalen, Taschen, Schuhanzieher und Decken und so weiter alles aufweist, was man braucht. Auch ein Regenschirm ist da. Auf der rechten Seite ist die Garderobe groß genug für ein paar Tage mit Safe. Dann gehen wir den Flur weiter und sind hier im Badezimmer. Und ja, hier haben wir das Waschbecken, Föhn, das übliche Gedöns zum Duschen und für die Schönheit. Und hier eine Badewanne mit Dusche, auch sehr schön integriert. Nicht viel Platz, eher sehr schmal, aber alles vorhanden. Toilette, Bidet und noch Waschbecken. Und auch alles da, was man braucht. Und hier dieses großartig schöne Zimmer. Ein langgezogenes Zimmer sozusagen. Ich würde sagen, eine Junior Suite oder Suite. Großartig schönes Bett. Etwas plüschig und ein bisschen Old Style. Aber das passt hier zum Hotel. Das passt zur Umgebung. Das passt zu dem Schick. Die Spiegel vergrößern das Zimmer ungemein. Auch hier an der Bar die Kaffeemaschine und die Minibar da unten drin. Genügend Tassen und Gläser sind da. Und ein Schreibtisch, ein schönes Obstarrangement. Herzlichen Dank dafür. Werden wir uns nachher mal gerne nehmen und dann hier durch den Balkon, durch die Terrassentür auf die Terrasse raus. Zwei schöne Stühle und Liegestühle sind da. Ja, und das ist der Blick auf diesen fantastisch schönen Luganer See. Es ist ja doch durchaus etwas überbaut, würde ich mal sagen, diese Hänge, aber es wissen halt zu viele Leute zu schätzen, wie schön es hier ist. Das Wetter ist gerade etwas bedeckt, grau, aber mei. Dieser Blick, das entschädigt doch. Und die Luft ist so schön frisch und sauber. Das macht Spaß. Ja, dann wollen wir uns doch mal die Umgebung hier anschauen. Ein wunderschönes Relais Château Hotel, das Villa Principe Leopoldo in Lugano in der Schweiz, im wunderschönen Tessin. Ciao, grazie.